Willkommen zurück zu Pokémon Legenden Arceus. Beim letzten Mal haben wir Zeug gemacht, versucht Haltäre zu fangen und dabei kläglich versagt. Und heute haben wir... Ich weiß noch gar nicht, was wir hier überhaupt noch alles tun wollen. Gerade jetzt hier in dem Moment in dem Gebiet. Ist jetzt nämlich auch wieder ein paar Tage her, da ich aufnehmen konnte. So, lass mich mal kurz die Lage sondieren. Einmal gucken, was habe ich da an Nebenmissionen. Wir haben auf jeden Fall einige. So, Geisterlichter. Geisterlichter könnten wir hier eigentlich noch suchen. Da haben wir hier noch ein paar. Da müssen wir Tabitha vom Sanitätstrupp irgendwo finden. Mal gucken. Da ist der verlorene Talisman im Sumpf. Das sind die beiden Chalelos. Ich glaube, die haben wir inzwischen gesammelt. Octillery's Tinte müssen wir Octillery machen. Plinfa hat Hunger. Bodenköder müssen wir herstellen. Okay. Mashok. Die Mashok Pokédex-Eintrag. Geschmack von Honig. Okay. Das Strapazenhain. Wo ist denn der Strapazenhain? Der ist nicht hier in dem Gebiet, ne? Nee. Achso, für müsste ich dann... Nee, müsste ich nicht. Ich bin manchmal verwirrt. Seht es mir bitte nach. Das passiert durchaus mal. Warte. So. Ich will mir eigentlich nur die Karten jeweils angucken, weißt du? Oder war das doch hier? Das ist das Nebenquest-Symbol, ne? Ja, steht auch da. Ich bin blöd. Ne? Sorry, es waren wieder Tage dazwischen. So. Okay, also nach Jubeldorf für diese Nebenquest zum Nachgucken. So war halt so abartig. Dass er mir das hier immer wieder umsortiert, ne? So, Vermisstensuche im Küstenland. Das ist das Küstenland. Traunfugil hatten wir gesehen in dem Eisgebiet. Pokémon auf dem Flussfoto. Keine Ahnung, welches Pokémon das war. Legende des Meeres. Da müssen wir, glaube ich, auf das Meer rauf und mal gucken. Aber an sich haben wir jetzt hier nichts, was wir jetzt hier in dem Gebiet machen müssen. Außer halt noch so die eine oder andere Flamme finden. Deswegen würde ich mal fast sagen, wir gucken mal. Was wir hier so finden. Wir haben ja jetzt quasi noch Nacht. Und von daher kann man ja ruhig mal gucken, was man zum Beispiel hier irgendwie finden kann. Ne? So, wie viel brauchen wir denn noch? Noch 6. Siehst du. Da kann man ja wirklich mal gucken, was man hier so findet. Oder finden kann. Oder finden sollte. Ich glaube, hier oben hatten wir schon geschaut. Geschaut. Wir hatten schon geschaut. Die Eisenbock nehme ich natürlich mit für Pokébälle. Was war hier eigentlich drin in den Fingern? Auch Eisenbocken, okay. Ich manchmal, oder naja gut, eigentlich bisher das ganze Spiel über, habe ich da schon, ne, diverse Kristalle hier von kaputt gemacht. Habe ich nie drauf geachtet, was da eigentlich rauskommt. Also wirklich, so gar nicht. So gar nicht. Das heißt, ich weiß gar nicht, welche Farbe von den ganzen Dingern für was quasi steht. Aber gut. So ist das manchmal, ne? Wenn man nicht aufpasst, was man hier eigentlich tut. Ich war abgelenkt von diversen Pokémon, okay? Muss mich ja irgendwie rausreden. Okay, da geht es nicht so gut lang. Wird jetzt auch noch nicht wieder Tag, ne? Ist hier eigentlich jetzt irgendwas? Ich meine, das hier sieht ja aus wie so ein großes Gebiet, das irgendwie wichtig ist. So ein verkohltes, verbranntes Gebiet. Aber hier ist ja nichts und niemand.
Da hinten ist noch ein Licht. Sammeln wir das fix ein. Und dann wird es auch schon langsam wahrscheinlich wieder Tag, ne? Weiß auch gar nicht, hatten wir jetzt hier im Gebiet überhaupt noch irgendwie Pokémon, die wir fangen wollen? Also außer Patimos? Wir können ja auch Pantimimi halt weiterentwickeln, nur brauchten wir dafür schon wieder irgendwas, was ich jetzt schon wieder vergessen habe, was das war. Das ist so das Problem, wenn man manchmal zu viel Zeit zwischen den Aufnahmen hat. Was sich manchmal gar nicht anders einrichten lässt, aufgrund von diversen menschlichen Real-Life-Problemen. Ich weiß immer nicht, ob ich schnell fliegen sollte oder nicht. Weil dann nachher fliege ich dann doch zu schnell halt irgendwie an der Flamme vorbei. Weil einfach die Sichtweite dann doch nicht wollte. Ende ist auch da nichts mehr, ne? Nee. Yeah. So. Da ist ein Flämmchen. Da sage ich doch nicht nein. Ein Flämmchen, das ist immer fein. So, fehlen noch 4. Das sind 5 zu viel. Behaupte ich. Hier haben wir auch den Schrapazen rein. Da ist das Garborn. Auf der Insel ist auch nichts, ne? Nee. Sind jetzt die keine zerstörbaren Steine, ne? Nee. Okay. Dann denke ich mal, ein Haufen oder ein paar von Flammen sind hier vielleicht noch im zentralen Gebiet, aber müssen wir halt gleich mal gucken. Hier auf dieser Anhöhe da und so. Den Bereich hier, den haben wir eigentlich weitestgehend schon, ne? Aber den Bereich wiederum auch schon haben. Oder ist es halt viel da, wo Axanto und sowas haust? Ups. Jedenfalls ist es schon... Es ist noch Nacht. Aber es wird wahrscheinlich jetzt gleich Tag. Wo Elite? Wo Elite? Da Elite. Elite Damirplex. Ach herrje. Ich mach dich platt. Ich mach dich platt. Oder ich fang dich. Mal gucken. So. Vorsicht, Baum! Baum trifft. Hoffen wir mal, dass es das nicht gleich umhaut. Es hat es nicht gleich umgehauen. Setzt nur keine Risikotackle ein. So wie Hytera. Für Hytera bräuchten wir dann tatsächlich irgendwas, was das Pokémon dann zum Einschläfern bringt oder so. Okay. So. Einmal kurz markieren. Und dann hier irgendwo pennen da vorne. Bis zur Nacht.
Und noch viel weiter. So, guten Tag. Sprechen wir mit dem Pokémon tauschen mit. Ja, ja. Komm, hier. Aber bis zum Abend oder bis zur Nacht? Ich weiß es nicht. Ich glaube fast bis zur Nacht, ne? Ja. Abend ist noch zu hell. So. Dann schauen wir uns doch nochmal um. Es waren jetzt noch drei, die wir brauchen, ne? Und vier? Ich weiß es nicht. Zu viel. Sagen wir es so. Es sind zu viel. So, da ist auf jeden Fall nichts mehr. Und jetzt ist Parasek. Landmassen hier einfach noch im Nachhinein hier zurechtformen quasi, ne? Ich will doch nur ein paar Flämme. Flämmchen. Ein paar Flämme. Aber ich sehe keine Flamme. Kein Flämmchen. Ich befürchte fast, in dem Bereich hier gibt es wirklich kaum noch was. Waren wir eigentlich oben drauf hier schon mal, während es Nacht war? Ich weiß es nicht. Anscheinend ja. So, dann lass doch nochmal da drüben irgendwo hin. Vielleicht finden wir hier ja noch irgendwo was. Zur Not brauche ich halt für sowas tatsächlich halt auch einen Guide, damit ich weiß, wo was ist. Wäre auch schön, wenn man eine gewisse Art von Sichtweite hätte, sodass man Dinge so ein bisschen aus der Ferne sehen kann. Nur so ein bisschen. Die Sichtweite ist halt allgemein recht beschränkt. Mal hier gucken. Nur mal rüberfliegen. Vielleicht sehe ich ja schon irgendwas. Oder nicht? Das Ding hat er mir markiert? Nein. Jetzt schon. Wollte ich mir eigentlich noch fangen, ne? Ah, nicht jetzt. Vielleicht später. Genau, flieh, du Biene, flieh! Keine Flamme. Keine Flamme ist auch keine Lösung. Vielleicht irgendwo was ist in diesem Sichlerwald hier. Das ist Akro-Sichlor. Das hilft mir jetzt aber nicht. Normalerweise liegen da halt auch jede Menge Eisenbrocken, die ich theoretisch mitnehmen wollen würde. Ne? Komm, wir gehen wir nochmal in die Höhle, dann gehen wir nochmal über die Höhle oder so.
Man muss ja mal gucken, ne? Eisen, Eisen, Eisen. Für Eisen gehe ich auf Reisen. Das hier ist oben, ja. Ich hatte nicht mehr im Kopf, was das hier bereichtechnisch genau ist. Das macht natürlich Sinn. Der Bereich, wo hier das Hytera auf uns wartet. Mehr oder weniger. Punkt. Ja, fehlen mir drei Flammen. Muss ich mir tatsächlich mal einen Guide raussuchen, wo hier was ist. Weil mir wäre es natürlich lieber, würde ich es so schaffen. Aber ja. Ich glaube, das ist für mich nicht möglich. Dafür ist das Gebiet dann quasi zu groß und die Sichtweite zu gering. Oder hier bitte Ausrede einfügen. Ja. Viel mehr gibt es ja auch noch nicht, ne? Ich meine, kann natürlich hier in dem Bereich hier unten noch mal gucken. Auf der Insel hatten wir, glaube ich, einen. Viel mehr ist ja nicht, ne? Auf den kleinen Inseln ist ja meistens auch nicht. Hm. Können schneller irgendwo am Bildschirmrand zu erhaschen, weil ich so einfach bisher noch nicht gesehen habe oder so. Aber ist nicht. Ist halt einfach nicht. Ne? So, hier ist nichts. Und hier, dann denke ich mal auch nicht mehr groß. Da hätte man was gesehen. Ist ja meistens irgendwie auf irgendwelchen kleinen hügeligen Dingern oder so. Ja, ja. Zwei Geisterlichter noch. Und es wird gerade Tag. Nicht gerade hilfreich. Es zählt noch als Nacht, aber der Tag ist quasi unmittelbar vor der Tür. Gut, merken wir uns, uns fehlen hier zwei Geisterlichter. Und da das hier nicht auf der Insel sein wird. Oder übel Pech. Ach, guck mal. Guten Tag. Wahrscheinlich brauchen wir für den ganzen Inkognito keine Hyperbälle. Einfach Pokéball drauf und fertig. Ah ja, so. Apropos, können wir eigentlich auch mal gucken. Wegen dem Inkognito-Index. Da steht ja quasi halt da drin. Hier in der Inkognito-Schrift, wo oder wie, was das ist. So, eine Siedlung der Zeit, der Zeit. Eine Siedlung der Zeit. Ja, keine Ahnung, ist das. Das hier? Uralte Siedlung.
Könnte tatsächlich sein. Ja, wir machen mal gleich. Vielleicht. Achso, das ist Akro-Gardus, ja. Nein. So. Aber also zur Graslandbasis. Und Dach. So, du hast zwei Pokémon gefangen. Jo. Krass, oder? Heftig. 2200 Poké-Dollar. Schon mit deinem Forscher voranzukommen. Krass, ne? 30 Punkte. Wupp, wupp. Aber ins Dorf zurück. Und dann gleich wieder raus. Hier, zu der uralten Siedlung. Und irgendwo hier ist dann eventuell ein Inkognito. Die Frage ist, wo genau? Vielleicht hinter dem Zelt hier irgendwie. Ich habe jetzt ja keinen Scanner oder so, mit dem ich hier die Umgebung abscannen kann. Und nicht groß ist das begehbare Gebiet ja auch nicht. Das heißt, eigentlich sollte ich da schnell finden. Eigentlich. Und eigentlich mal gucken. Bin mir auch nicht sicher. Ich glaube, die machen auch Geräusche. Hier was untersuchen. Das ist ein antiquarisches Thesevis. So, aber jetzt nicht hier drin, oder? Ich glaube, ich muss eben mit Kogita reden für die Hauptquest. Das will ich jetzt aber gar nicht. Also hier macht auf jeden Fall irgendein Pokémon Geräusche. Es könnte halt wirklich das Dingens sein. Die Frage ist halt nur wo. Ich höre es von hier aus gesehen in der Richtung. In der Richtung. Vielleicht irgendwie oben drauf oder so. Ich sehe es noch nicht. Und ihr, ne, wahrscheinlich schon so, guck doch mal da, 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 das sieht man doch schon 5000 Mal. Du bist ja schon 5000 Mal drauf vorbeigelaufen. Oh, guck doch mal. Stehe wahrscheinlich mehr oder weniger direkt davor. Ich bin wahrscheinlich auch schon 10.000 Mal generell Inkognitos vorbeigelaufen und habe es nur nicht gesehen. Es ist hier definitiv, die Frage ist nur wo. Rückseite dieser Dinge ist es auch nicht dran. Ich kann mich natürlich auch irren und es sind einfach nur generell Pokémon-Geräusche, die einfach irgendwo sind. Ich fühle mich so, als würde ich draufstehen oder so. Ich habe keine Ahnung. Hängt ja jetzt hier auch nichts an Bäumen, oder? Ich meine, das ist ja auch nicht begehbarer Bereich. Es wird dann dementsprechend auch nicht unbedingt da sein. Glaube ich zumindest. Hoffe ich.
will jetzt wissen, wo es ist. Ob ich mich auf mein Gehör da überhaupt irgendwie verlassen kann. Oder ob die einfach gar keine Geräusche machen. Oder, weißt du? Ich hab doch keine Ahnung. Ich habe ja auch so das Gefühl, hier ist es irgendwie lauter. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich gucke mal. Wo ist das Inkognito auf der uralten Siedlung? So, warte. Pokémon. Legenden Arceus Inkognito. Uralte Siedlung. Beziehungsweise halt einfach alle Inkognito-Dinger Fundorte. Bitte warten, ich habe gleich die Seite geöffnet. So, es ist ja das erste, also es ist A-Inkognito. Östlich der Diamantsiedlung im roten Sumpf. Achso. Aber welches ist dann hier? Falls ich denke, dass hier eins ist. Warte mal. Ich finde das hier schon noch. Vielleicht gibt es auch hier gar keins. Und tu mich einfach nur blöd. Was auch im Bereich des Möglichen ist. Es scheint hier tatsächlich keins zu geben. Dann machen hier einfach so irgendwelche Pokémon, die du nicht mal siehst, Geräusche. Das ist verwirrend. Das heißt, du sofern du nicht wirklich irgendwelchen Hinweisen nachgehst, hast du keine Chance, die Inkognito zu finden. Es ist nicht so, dass du jetzt irgendwie durch Zufall auf irgendwas triffst und sagst, oh, hier kann ich was hören. Oder, oh, hier sehe ich was. Sehen tust du es ja nur, wenn es halt dann, du gerade halt dann an den Ding da stehst. Und dann siehst du, oh, da ist ja etwas, das hat eine ungewöhnliche Form. Oh, das könnte ein Inkognito sein. So, wir gehen. Wir gehen hierhin zur Ödnisbasis. Dann sind wir auch schon mal im roten Sumpfland, können dann theoretisch hier die Quests uns co machen. Nein. Vorher einmal zu dieser Siedlung, wo war die? Da oben weiter. Nein.
zur Diamantsiedlung, bitte. So, und hier an irgendeinem Tipi soll es das geben. Also die Diamantsiedlung hier wäre für mich jetzt nicht unbedingt eine Siedlung der Zeit. Eine Siedlung der Zeit wäre für mich eigentlich eher wirklich diese uralte Siedlung gewesen. Da ist es. So, und dann mal gucken, was wir dann in der nächsten Folge hier im Roten Sumpfland noch machen. Na, ich meine, ihr könnt natürlich auch erstmal auf Inkognito-Jagd gehen, aber jetzt machen wir immer das hier und dann mal schauen. Bis dahin, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.